Zurzeit ist das Thema neue Flugzeuge und deren Auslieferung wirklich hochinteressant. Das bei Airbus und auch bei Boeing. Nur ist das bei beiden Flugzeugherstellern etwas unterschiedlichen Punkten geschuldet. Aber das ist ein anderes Thema. Beim letzten Mal haben wir uns schon den A321neo angeguckt, der jetzt bald auch bei der Lufthansa auf innerdeutschen Strecken unterwegs sein wird. Und wir haben uns auch den ersten A321 Long Range für TAP Portugal angeschaut. Beides sehr spannende Flugzeuge. Jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um den A330neo. Dazu gibt es jetzt mal ein paar kurze interessante Infos, denn auch dessen Produktion ist mittlerweile ganz gut angelaufen. Und damit viel Spaß beim kurzen Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Bei Airbus kann man mittlerweile, oder zurzeit zumindest, eine hochinteressante, spannende, vielversprechende Auslieferung nach der nächsten beobachten. Es ist einfach so, dass Boeing zum aktuellen Zeitpunkt da nicht wirklich positiv auf sich aufmerksam machen kann. Und das kann der europäische Flugzeugbauer jetzt gerade richtig gut für sich nutzen und auch einfach mal ganz gut gebrauchen. Klingt ein bisschen doof, ist ja aber tatsächlich so. So beobachten wir jetzt eine interessante Auslieferung nach der nächsten, nach der ersten ANA A380 Auslieferung oder einer scheinbar endlich mal richtig vernünftig laufenden Produktion und Auslieferung für die A320neo-Familie, vor allem für den A321neo, von dem mittlerweile schon knapp 200 Flugzeuge ausgeliefert wurden. Da lohnt es sich jetzt auch endlich mal wieder einen Blick auf den A330neo zu werfen. Den hatten wir jetzt ja so ein bisschen vernachlässigt, ist aber auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Da habt ihr nichts verpasst, aber im letzten bzw. in diesem Monat gab es endlich zwei neue Betreiber für den A330neo, mittlerweile sind es also drei. Nach TAP Portugal hat jetzt im letzten Monat Air Senegal ihren ersten A330-900 bekommen und in diesem Monat war Air Mauritius der nächste Kunde für diesen Flieger. Das ist dahingehend besonders interessant, weil man jetzt mit Air Mauritius seit gestern endlich eine Fluggesellschaft hat, die den A330neo in Kombination mit dem A350 in der Flotte betreibt. Air Mauritius ist jetzt also die erste Fluggesellschaft, die die beiden modernsten Langstreckenflugzeuge von Airbus parallel in der Flotte betreiben kann. Das ist bei Reisen mit dieser Fluggesellschaft sicherlich kein zu unterschätzender Pluspunkt, denn Air Mauritius hat ja im letzten Jahr mit dem A350 auch ein neues Kabinenprodukt eingeführt und da macht man jetzt beim Thema Flottenmodell schon wirklich große Schritte nach vorne. Aber erst einmal kurz was zum Air Senegal A330neo. Diese Fluggesellschaft, diese kleine Fluggesellschaft, ist jetzt also der zweite Betreiber für den neuen A330 geworden nach TAP Portugal. Die haben bis jetzt tatsächlich schon 6 Flieger des Typs bekommen. Und Air Senegal fliegt mit ihrem neuen Flugzeug, von dem sie tatsächlich nur 2 Stück bestellt haben. Damit fliegen sie jetzt regelmäßig die Strecke zwischen Dakar und Paris, immer hin und her. Irgendetwas scheint da aber jetzt schon nicht mehr in Ordnung zu sein, denn der Air Senegal A330, der hängt scheinbar aufgrund von etwas größeren technischen Problemen am Flughafen in Paris fest. Aus dem Grund ist der Highfly A380 jetzt seit einigen Tagen auf dieser Strecke zwischen Dakar und Paris unterwegs. Ja, dabei war das Flugzeug nicht mal 4 Wochen bei der Fluggesellschaft im Einsatz. Was da jetzt ganz genau das Problem ist, das konnte ich leider nicht rausfinden. Ich habe nur auf mehreren Internetseiten gelesen, dass es sich da um technische Probleme handeln soll. Scheint ja aber wirklich etwas Größeres zu sein. Eventuell weiß da jemand von euch ja ein bisschen mehr. Ansonsten ist es da gerade besonders schade, da der A330neo für die kleine neue Fluggesellschaft, die es tatsächlich erst seit 2 Jahren gibt und die auch erst seit letztem April, also seit gut einem Jahr jetzt fliegen darf, für die neue staatliche Fluggesellschaft ist der A330neo das Ticket für die Langstrecke. Ansonsten hat man in der Flotte nur 2 Airbus A319 und 2 ATR-42, also 5 Flugzeuge insgesamt. Und wie gesagt, es ist ja auch nur noch ein weiterer A330neo bestellt. Hoffen wir mal, dass die den da schnell wieder zusammengeflickt bekommen. Das hoffen wir besonders deswegen, weil der A330neo, den wird es ja nicht so häufig in dieser Bemalung geben, ist also eher ein exotischer Gast am Himmel, sehr selten, deswegen den möchten wir lieber fliegen sehen, anstatt irgendwo kaputt in irgendeiner Technikhalle. Aber gut, jetzt weiter mit dem A330neo für Air Mauritius. Den haben sie, wie gesagt, gestern erst richtig übernommen, haben den dann unüblicherweise direkt mal von Toulouse aus nach London fliegen lassen und ihn von dort aus, von London, nach Port Louis, nach Mauritius fliegen lassen und das wird auch die Strecke sein, auf der neue A330neo bei dieser Fluggesellschaft eingesetzt wird. Diese beiden Flugzeugmodelle, Airbus A350 und A330neo, sollen bei Air Mauritius den A340-300 auf der Langstrecke ersetzen. Das, wie gesagt, in Kombination, so gibt es das noch bei keiner anderen Fluggesellschaft auf der Welt. Laut Airbus, so hat man das zumindest bei der Auslieferung gestern gesagt, ist das eine Sweet Combination. Naja, unterm Strich ist es wahrscheinlich tatsächlich ganz genau das, obwohl sich das ziemlich komisch anhört für eine Beschreibung von Flugzeugtypen, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann Air Mauritius
Benches mit dieser Kombination von A350 und A330 Neo wohl etwas mehr als ein Viertel effizienter auf Langstrecken unterwegs sein, als jetzt mit der aktuellen Langstreckenflotte mit dem A340-300, von dem sie 3 Stück haben, oder dem A330-200, von dem sie aktuell 2 Stück in der Flotte haben. Das ist natürlich ein enormer Vorteil und auch für uns als potenzielle Passagiere der Air Mauritius hat das nur Vorteile, dass die jetzt mit diesen beiden Flugzeugtypen unterwegs sind. Beide Modelle sind mit der neuen Airbus Airspace Cabin ausgestattet und beide Modelle fliegen auch mit dem neuen Air Mauritius Produkt, das man mit dem A350 im letzten Jahr eingeführt hat. Kann man also erst einmal nicht meckern, oder? Insgesamt warten jetzt noch knapp 230 Auslieferungen des A330 Neo auf uns. Unter anderem ist da auch Delta Airlines mit dabei, die haben 35 A330-900 bestellt, also die längere Version des A330 Neo, den Nachfolger des A330-300, den sie auch schon in der Flotte haben. Und damit wird Delta Airlines auch ein weiterer A350 A330 Neo in Kombination Betreiber. Und dann ist auch noch Akiya Israeli mit dabei, die Fluggesellschaft, die als erstes den A321 Long Range bekommen hat. Heißt, die Fluggesellschaft wird es genauso machen wie TAP Portugal, betreibt dann den A330-900, den A330 Neo in Kombination mit dem A321 Long Range. Und das ist eine sehr spannende Kombination. Da bin ich sehr gespannt, was die Fluggesellschaften, auch TAP Portugal, noch daraus machen werden. Und so kann man unterm Strich tatsächlich sagen, dass Airbus ja jetzt so richtig auftritt mit den neuen Flugzeugen, die vor allem in Kombination miteinander richtig vernünftig harmonieren und funktionieren sollen. Ansonsten bin ich wie immer sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Glaubt ihr, dass diese Kombination an Flugzeugen wirklich etwas Zukunftstaugliches ist und in die richtige Richtung geht? Macht das für euch was aus, wenn ihr bei einer Fluggesellschaft diese Kombination finden könnt? Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Damit soll es das für heute gewesen sein. Heute mal nur ein kurzes Video, heute auch mal ein bisschen spät. Ich hoffe trotzdem noch, dass das Video euch gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.